Vater, von Herzen danken wir dir für dein so kostbares Wort. Danke für Jesus, danke für das Erlösungswerk. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist und uns die Schrift aufschließt und uns erklärst und uns lehrst. Danke, Heiliger Geist, dass wir Augen haben, die sehen, Ohren, die hören und ein Herz, das versteht. Danke, dass du da bist. Im wunderbaren Namen Jesus. Amen. Wir sind im Moment an einer Serie geführt vom Heiligen Geist. Wir haben zweimal schon gehört und es war in Richtung gute Entscheidungen treffen. Wir lernen mit dem Heiligen Geist zusammen und dem Wort gute Entscheidungen treffen. Eine Entscheidung kann uns wirklich eine Straße entlang führen, die dann wirklich gut ist oder gar nicht gut. Entscheide, wir treffen sie alle im Leben. Unser Leben ist wie die Summe von vielen, vielen Entscheidungen. Die wichtigste, allerwichtigste Entscheidung, die wir je getroffen haben, ist ganz bestimmt, dass wir uns für Jesus entschieden haben. Das ist die Ewigkeit mit den absolut weitreichendsten Konsequenzen in alle Ewigkeit, Jesus als Herrn und Erlöser anzunehmen und für immer errettet zu sein, für immer ein Kind Gottes zu sein. Es braucht die neue Geburt für den Himmel. Also falls du hier bist, falls du zuhörst und noch nicht Jesus kennst, werde ich am Schluss beten, damit auch du diese Heilsgewissheit haben kannst, die nur Jesus Christus geben kann. Und eben der Heilige Geist, der es uns bestätigt im Herz. Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir ein Kind Gottes sind. Niemand kann uns durch eine Prophetie irgendwie das sagen. Ja, du bist doch ein Kind Gottes. Also wir haben früher das oft gehört in der Schule. Schatz Gottes, Kind Gottes. Ich hatte nie den Eindruck, dass ich ein Kind Gottes bin. Als ich dann etwas älter wurde, ich wusste genau, ich kenne Gott nicht. Nur das zu sagen, dass jemand dir sagt, du bist ein Kind Gottes, das hilft überhaupt nichts. Außer du bist ein Kind Gottes. Dann sagt er, ja, Amen. Der Heilige Geist gibt Zeugnis unserem Geist. Das ist im Römer 8, Vers 16. Der Heilige Geist gibt Zeugnis unserem Geist, also unserem neugeborenen Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und so leitet und führt er uns durchs ganze Leben, der Heilige Geist. Und wir haben eben die letzten beiden Botschaften, ging es vor allem um Entscheidungen treffen. Das ist so wichtig, dass wir Gott fragen. Und letztes Mal haben wir gehört über den Frieden, wie wir eben im Frieden geleitet werden. Wie der Friede der Schiedsrichter ist. Der Friede, das steht im Kolosser 3, der Friede entscheidet. Wenn wir ganz ehrlich dem Herrn die Fakten bringen, angenommen eben eine Arbeitsstelle, eine neue Arbeitsstelle oder ein Wegzug aus einem Wohnort, aus einem Bereich, wegen Arbeitsstelle und all das, wo es nicht, dass man absolut muss, sondern man beginnt es zu consider. In Betracht zu ziehen, in Betracht zu ziehen, sollen wir nicht. Und da in einer Ehe sind dann auch zwei Leute, oder? Der eine will vielleicht das, der andere das. Aber weißt du was, bring es einfach dem Herrn. Die Fakten alle, leg sie auf den Tisch und höre. Und der Heilige Geist wird, nicht gerade sofort vielleicht, aber er wird dir Frieden geben oder eben nicht Frieden geben. Und da gibt es wirklich wichtige Punkte vom Wort her. Viele haben schon gedacht, ja, Arbeitsstelle wechseln, Wohnort wechseln, alles wird besser. Aber dort hast du vielleicht keine Gemeinde, wo du hinziehst. Eine gute Gemeinde zu haben, ist
ist ganz, ganz etwas Wichtiges, was man eben auch bedenken muss. Ja. Heute gehen wir ein bisschen einen anderen Weg, wenn es um Führung geht. Weil, lass uns ausschlagen zu Hebräer 8. Der Heilige Geist führt uns auch in diesem neuen Leben. Er führt uns in dieser neuen Schöpfung. Er führt uns zum Wort. Er führt uns zu Jesus. Und das sind ganz wichtige Aspekte. Hebräer Kapitel 8. Hebräer 8. Hebräer 8. Vers 10. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel machen will. Ich will, nach jenen Tagen, spricht der Herr, ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Hebräer 8 spricht vom neuen Bund. Es vergleicht den alten unter dem Gesetz und der neue. Und Gott will die Gesetze Gottes in unser Herz schreiben. Das ist aber nicht, das sind nicht die 10 Gebote, das sind nicht die 600 Gesetze der Juden, die Gott will in unser Herz hineinschreiben. Was sind die Gebote und Gesetze, die Gott in unser Herz, in unser neues Herz hineingeschrieben hat? Das ist das Gebot der Liebe. Wir haben auch eine Botschaft darüber. Das ist das Gebot, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Es ist das königliche Gebot der Liebe, wie Jakobus es nennt. Und das sind die Gesetze des Glaubens, aber es ist nicht das Gesetz von tun und lassen und nicht tun und nicht dürfen, sondern Gesetzmäßigkeiten könnte man auch sagen. Es ist sein Wirken, der Heilige Geist wirkt in unserem Herzen diese Dinge. Er weist uns zur Liebe. Amen. Zuerst einmal überhaupt, dass wir lernen, Gott liebt mich total und bedingungslos. Wir haben das abgedeckt mit Abba Vater und dass wir eben Söhne sind, die Abba sagen und dass wir keine Furcht mehr haben. Erinnert ihr euch an die erste Lektion? Wir sind nicht mehr unter der Knechtschaft. Steht auch im Römer 8 dort, wo es um den Heiligen Geist geht und um seine Führung. Wir sind nicht mehr geknechtet und haben Angst, sondern wir haben einen Geist der Kindschaft, heißt es dort. Der ruft, aber lieber Vater, das macht der Heilige Geist in uns. Aber wir können ja nur ohne Furcht sein und ohne Angst, wenn wir glauben, dass wir total geliebt sind und dass das alles von ihm abhängig ist und nicht von unserem Tun und Lassen. In der Furcht ist keine Liebe, sagt Johannes. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht weg. Das ist seine vollkommene Liebe zu uns. Wo wir rufen, aber, dass wir Huios sind und nicht Nepios, haben wir auch abgedeckt. Die Nepios, die Kleinen, müssen, du darfst nicht, du sollst nicht, die Kinder. Aber wir sind keine Nepios mehr, wir sind Huios, wir sind Söhne Gottes. Wir wissen, was uns gehört, wir lassen uns führen und leiten vom Heiligen Geist. Und es ist im Herzen, Amen, es ist im Herzen. Das ist der Bund, das ist der neue Bund. Unter dem neuen Bund gibt es keine 10 Gebote mehr. Das Gesetz ist erfüllt durch Jesus. Aber die Gesetze der Liebe in uns durch den Heiligen Geist, die leiten uns schon richtig. Die führen uns zum Wort, die führen uns immer zu Jesus.
Jesus, wir sollen verändert werden, wir sollen in sein Ebenbild verändert werden. Das heißt es auch, dass wir dazu berufen sind, in sein Ebenbild umgestaltet zu werden. Das ist eine hohe Berufung. Aber der Heilige Geist ist dran an der Arbeit. Halleluja. Etwas zu tun in uns. Es geht eigentlich um eine neue Gesinnung. Wenn wir falsch denken, glauben wir falsch. Wenn wir falsch über diese Dinge denken, falsch über Gott denken, dann glauben wir falsch. Gut, eine neue Gesinnung, lass uns das mal anschauen. Das ist wunderbar, was in Philipper steht. Philipper Kapitel 2. Weil wie wird der neue Bund geregelt, sagen wir jetzt einmal. Der neue Bund, wir haben jetzt gehört, Gesetze im Herzen. Jesus hat mit seiner Hand auf uns geschrieben, auf unser Herz. Der Heilige Geist bestätigt uns, der Heilige Geist wirkt in uns. Er gibt uns diese Impulse, immer auf Jesus zu schauen und zu sehen, wie er ist. Wie er ist. Hört einmal, wie wunderbar das tönt da. In Philipper 2, 3 bis 5. Tut nichts aus Parteigeist oder eitler Ruhmsucht, sondern durch Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ich habe in der Mitte des Satzes begonnen drum. Indem jeder nicht nur das Seine ins Auge fasst, sondern auch das des anderen, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Hier ist noch eine andere Übersetzung. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Hier sehen wir wirklich die neue Schöpfung. Weil wir haben ja ständig mit Mitmenschen zu tun, seien es Christen, sei es die Familie, sei es am Arbeitsplatz. Wir sind nicht Solo-Christen. Oder die Spannungen und Probleme kommen meistens eben, wenn wir miteinander irgendwie etwas haben oder diskutieren oder zwei verschiedene Meinungen oder am Arbeitsplatz oder die Probleme der Unterordnung oder was auch immer. Es gibt schnell einmal Konflikte in diesem Leben. Aber hier sehen wir, wie Gott es haben möchte. Also seid nicht selbstsüchtig. Ist Liebe selbstsüchtig? Nein. Sondern durch Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Das ist pure Liebe. Demut, die Liebe ist demütig. Den anderen höher achten als ich selbst, das klingt nach purer Liebe Gottes. Und hier ragen zwei Worte heraus: Demut und Ehren. Und wenn man viele andere Bibelstellen vom Neuen Testament nimmt, wo die Liebe eigentlich beschrieben wird, von Vergeben, wie Jesus uns vergeben hat zum Beispiel, von wir schauen es dann nachher an im Epheser, dann könnte man sagen, es hat alles mit diesen zwei Punkten zu tun. Demut und Ehre. Die Liebe. Ist wie eine Zusammenfassung. Und man könnte sagen, das Neue Testament ist so geregelt.
sind nicht die Gesetze vom Alten, es ist eine Beschreibung von der Liebe, die uns hilft. Wenn wir an diese beiden so wichtigen Eigenschaften glauben, sehen, dass es so ist. Jetzt, es ist eigentlich eine Beschreibung von Gnade auch. Wenn da, Gnade ist total demütig. Gott gibt den Demütigen Gnade. Anscheinend den Stolzen nicht. Gnade brauchen, wir brauchen immer wieder neue Gnade. Demütig steht ja auch im Petrusbrief und im Jakobusbrief. Und Ehre, den anderen, die Menschen achten, sie ehren, sie höher achten als sich selbst. Ist eine Beschreibung von göttlicher Liebe. Das ist die neue Gesinnung. Weil, versteht ihr, wenn man liest, wie die göttliche Liebe ist, wie selbstlos sie ist, sie ist ja im 1. Korinther 13 beschrieben zum Beispiel. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Die Liebe vergibt, die Liebe rechnet das Böse nicht zu, die Liebe, sie wird dort wunderbar beschrieben. Aber wenn wir diese beiden Komponenten, einfach Demut und Ehre, uns mehr noch bewusst werden, dann funktioniert auch das Zwischenmenschliche viel, viel besser. Immer wieder heißt es im Neuen Testament, wir sollen den alten Menschen ausziehen und den neuen anziehen. Dieser neue Mensch ist eigentlich so. Die neue Kreatur ist demütig. Die neue Kreatur ist selbstlos. Die neue Kreatur ist voll von der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Die Liebe ist eigentlich in uns. Und wenn wir den anderen höher achten als uns selber, dann fließt diese Liebe. Jesus ist ja unser Beispiel. Er hat die Menschen geliebt. Er hat sie geachtet. Er ist nicht einfach stolz neben ihnen vorbeigegangen oder so. Sie waren ihm kostbar. Die Sünder waren ihm kostbar, aber alle Menschen waren ihm kostbar. Er hat sie geehrt in dem Sinn. Geehrt, und er war der Demütigste sowieso. Das schauen wir auch noch an. Aber es geht jetzt darum, dass wir verstehen, dass der alte Mensch, dass der eigentlich gekreuzigt ist mit Jesus. Aber das Verhalten ist oft noch da vom Alten. Und das gibt uns Trouble. Zwischenmenschlich Trouble. Wenn es um Ehre geht, muss man auch von Unterordnung sprechen. Weil entweder sind wir in einer Position, wo wir vorstehen, oder wir sind in einer, wie sagt man dem, wir sind der Vorgesetzte und haben Leute unter uns, oder manchmal sind wir umgekehrt, wir sind die, wie sagt man dem, wir sind die, ja, aber ja, genau. Und wir haben beide diese Funktionen. Überall, wenn wir es nur erkennen, wo haben wir was. Wir haben nicht überall dasselbe. Zum Beispiel in der Familie, als Mutter sind wir die Vorgesetzten, dem Kind. Aber dann bist du vielleicht am Arbeitsplatz und hast einen Chef, dann bist du der, der einen Vorgesetzten hat. Und das ist gegenseitige Ehre und Respekt, dass wir wissen auch, wo haben wir was.
Im Petrusbrief, jetzt gibt es ein halbes Kapitel, das über das spricht. Es steht halt ein altes Wort noch mit Knechte und so, aber Diener könnte man nehmen, aber in einer modernen Übersetzung würde es vielleicht anders stehen. Aber es ist wichtig zu wissen, wegen Ehrerbietung auch bei Vorgesetzten. Wir wollen ja auch wirklich Christus repräsentieren in unserem Leben. Und weißt du was? Der Heilige Geist führt uns eben dahin. Er hilft uns dahin. Das sind Führungen Gottes, weil wir können noch so Wichtiges entscheiden und Halleluja, wir haben vom Herrn gehört und wir wissen, das wird jetzt so und so entschieden, er hat mich geführt und es mag alles richtig sein. Aber wenn wir im zwischenmenschlichen Bereich, eben wenn wir uns sonst nicht vom Heiligen Geist führen lassen, auch was diese Dinge anbelangen, weil er offenbart uns Jesus. Er will uns zeigen, wie Jesus ist und er will uns das Beste für uns, weißt du, er will ja nur das Beste für uns. Gott hat mir etwas Wunderbares gezeigt. Im Epheser heißt es nämlich, wir sollen den Heiligen Geist nicht betrüben. Wollen wir das mal anschauen? Hab ich habe mir gedacht, aber was heißt es wirklich? Herr, du musst jetzt mir das erklären. Ist jetzt der Heilige Geist enttäuscht über mich? Ist er jetzt beleidigt, weil ich jetzt einen Fehler gemacht habe, weil ich nicht so ganz brav war? Was heißt es wohl? Was heißt es wohl? Ihr schüttelt den Kopf, das ist gut, weil ihr habt schon genügend Gnadenbotschaften gehört. Das ist gut, dass das schon durchgedrungen ist. Also schauen wir mal an, im Epheser Kapitel 4, geht es auf Epheser 4. Da war die herrliche Gemeinde. Die herrliche Gemeinde wird hier beschrieben. 4, Vers 22. Legt also eure frühere Lebensweise ab, also Benehmen ab. Ja, legt den ganzen alten Menschen ab, der seinen Begierden folgt. Die betrügen ihn nur und führen ihn ins Verderben. Das ist die gute Nachricht, Bibel. Und dann Schlachter fährt weiter. Dagegen euch im Geiste eures Gemüts erneuern lassen und den neuen Menschen anziehen sollt, der nach Gott geschaffen ist in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit. Also dieser alte Mensch, der ist gekreuzigt mit Jesus, heißt es im Römerbrief. Der alte Mensch ist gekreuzigt mit Jesus. Sag das mal mit mir. Mein alter Mensch ist gekreuzigt mit Jesus. Ja. All das Negative, Hass und Hader und Zorn und Geschrei und Unvergebenheit und Angst und all das, was er so produzieren kann, ist gekreuzigt mit Jesus. Deswegen sagt die Schrift an mehreren Orten, zieh den alten Menschen aus. Das ist der Heilige Geist, der uns das sagt. Zieh doch ihn aus. Paulus hat ihm gesagt, weißt du nicht, du bist eine neue Schöpfung. Oh, wir sollten uns so viel mehr mit der neuen Schöpfung befassen, dass wir sagen, danke Herr, ich bin neu, ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes, ich bin geliebt von Gott. Ich bin geheilt, ich bin neu, ich ziehe jetzt. So zieht man übrigens den neuen Menschen an, weil da oben stimmt es manchmal einfach nicht mit den Gedanken. Oder man schaut auf Umstände, man schaut auf, was wir gerade eben gesagt oder fabriziert haben und schon kommt wieder Verdammnis oder schon kommt wieder die gleiche Reaktion, mit der du vielleicht bombardiert worden bist von jemand und schon geben wir mit derselben Kelle zurück und dabei sind wir eigentlich neue Kreaturen und der Heilige Geist sagt, du bist eine neue Kreatur. Schweig jetzt einfach zum Beispiel. Oh, das ist eine wunderbare Führung. Schon die Welt sagt, Schweigen ist Gold oder was? Silber oder Gold oder? Schweigen ist Gold. Wir haben auch gesagt, einfach Reißverschluss. Das ist Weisheit
Gottes, wenn man einfach mal nichts sagt. Oder jemanden stehen lässt. Tschüss, einfach sag einfach nichts. Das macht mal das Beste. Und der Heilige Geist führt uns da in dem. Das ist der neue Mensch. Aber vielleicht führt er dir zu sagen, ich liebe dich trotzdem und Jesus noch viel mehr. Kann auch sein. Oder vielleicht führt dich der Heilige Geist zu diesem alten Hutzelweibchen, dass ich, weiß nicht was, dir etwas nachgesagt hat mit einem großen Blumenstrauß vorbei. Das wäre zum Beispiel Ludwig. Der würde das gern machen, solche Dinge. Ja, einfach trotzdem lieben. Aber es kann, hör einfach auf den Herrn, aber das ist Gott, der uns führt. Mach einfach, was er sagt in diesen Dingen. Das ist er, der Heilige Geist sagt immer, du bist eine neue Schöpfung. Deine neue Schöpfung ehrt andere Menschen. Deine neue Schöpfung, Jesus in dir, achtet den anderen höher als sich selbst. Weißt du, König Saul im Alten Testament, er war der erste König für die Juden. Die Juden wollten einen König. Und Gott gab ihnen einen, obwohl es gar nicht sein bester Wille war. Sein Wille wäre gewesen, dass er immer König ist. Aber sie wollten wie die anderen Völker sein, sie wollten einen König und Gott gab ihnen einen König. Also Saul war der erste König. Saul war wirklich gesalbt von Samuel, vom Propheten Samuel, er hat ihn eingesetzt und es ging am Anfang gut und schon bald einmal hat er gravierende Fehler gemacht. Und Samuel musste ihm dann auch das Wort Gottes wieder offenbaren und ihm sagen, du wirst abgesetzt, Saul. Nach dir kommt ein König nach dem Herzen Gottes. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, das war dann David. Und es dauerte noch einige Jahre, wo er noch eingesetzt war, aber die Salbung wich von ihm. Und sie wich sogar so stark, dass eben böse Geister ihn befallen haben, ab und zu. Und er nach dem Leben von David trachtete, also als er eben noch nicht König war, David. Aber Samuel, der Prophet, hat ihm dann auch noch gesagt, weißt du, Saul, als du noch klein warst in deinen Augen, das ist Demut. Er wollte ihm sagen, dort lief ja alles noch gut, als du in deinen eigenen Augen noch klein warst. Das steht im 1. Samuel 15, Vers 17. Samuel sprach, ist es nicht so, als du noch klein warst in deinen Augen wurdest du das Haupt der Stämme Israels und der Herr salbte dich zum König über Israel und so weiter. Das ist ein Prinzip. Demut ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was wir von uns selber halten. Weil Gegenteil von Demut ist Stolz. Und Gott will, dass wir demütig sein. Das heißt nicht, dass wir einen Komplex bekommen, weil wir so uns gering sehen. Wir müssen uns so sehen, wie Gott uns sieht. Gott will ja uns ehren. Es heißt, dem Demütigen schenkt er Gnade und er erhöht uns. Aber er macht das Erhöhen. Das ist ganz anders als jemand, der sich selber auf einen Sockel stellt. Und er weiß, wen er gebrauchen kann, vor vielen Menschen zu stehen. Zum Beispiel. Oder sehr berühmt zu werden und all das. Aber eben, die Fehler passieren, Leute werden stolz, Leute gehen eigene Wege und Samuel musste ihm das dort sagen, er wurde abgesetzt als König. Als du noch klein warst, da warst du König geworden. Und wenn man die Geschichte selber liest, wie sie ihn eigentlich finden mussten damals, als er zum König gesalbt wurde, hat sich wie versteckt.
Er war wie der Kleinste in seinem Stamm und so weiter, obwohl er sehr groß war. Aber das ist wahre Demut. Und von Mose wird gesagt, der Mann Mose war der Demütigste in seiner Zeit. Der Mann Mose, 4. Mose 12. 4. Mose 12. 4. Mose 12. Vers 3. Aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Sanftmut und Demut gehen Hand in Hand. Zu der Zeit war Mose der Demütigste auf Erden. Und weißt du, Demut heißt nicht, dass man eine Fußmatte ist für andere. Heißt nicht, dass man sich alles gefallen lassen muss. Die Demütigsten werden auch oft am meisten gebraucht von Gott. Mose wurde mächtig gebraucht von Gott. Und er war gar kein ein Scheuer oder so etwas. Ich meine, denkt an all die Taten, die er getan hat. Er denkt an, dass er da den Ägypter erschlagen hat und so. Ja, das war sicher nicht okay. Aber er konnte auch sehr zornig sein. Er konnte sehr forsch sein. Er hatte was drauf, Mose. Also er war nicht einfach die Schuhmatte fürs Volk Israel. Aber wie er im Riss stand, wie er oft für sie betete, Gott wollte sie alle zerstören an gewissen Punkten. Sie haben ihn so erzürnt. Das war dann eben schon unter dem Gesetz. Dass Mose, wäre er nicht in den Riss getreten und hätte Fürbitte getan und gesagt, Gott, das ist ja dein Volk, das wirst du nicht tun. Und Gott hörte das Gebet von Mose. Er brauchte einen Mann, der im Riss steht und Fürbitte macht. Das ist, was wahre Fürbitte ist. In den Riss stehen für jemanden. Da ist ein Riss zwischen Gott und dem Menschen oder zwischen einem Volk. Jemand, der eine Priesterfunktion hat, wir sind der königliche Priester, stehen in diesem Riss und wir bitten um Gnade, dass das Gericht nicht kommt über diese Menschen, zum Beispiel, oder über eine Nation. Aber jetzt haben wir gesehen, Saul und Mose. Dann Matthäus 11, 29, wir gehen gleich wieder zu Epheser 4, ich habe es nicht vergessen. Matthäus 11, Matthäus 11, Vers 29. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Lernet von mir, mein Joch ist sanft. Das Joch, das ist die Führung des Heiligen Geistes. Das ist nicht ein Joch, das uns zerstört, das uns etwas aufzwingt. Das, meine, wenn man Joche sieht bei Tieren, oder, die haben keine Wahl. Die sind eingespannt, die müssen einfach den Flug oder was es ist, ziehen. Aber sein Joch ist sanft und leicht. Er will nur das Beste für uns. Aber wir wissen nicht alles. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und Jesus sagt, lernet von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Also Jesus war sicher der Demütigste von allen. Und wenn wir sein Leben sehen, er konnte doch auch, Sanftmut ist einfach etwas anderes oder Demut auch, als das, was wir vielleicht denken. Also demütig sein, demütig sein. Wir sind demütig. Amen. Das ist die Definition von Demut. Niedrig in den eigenen Augen, den anderen höher achten als uns selbst.
Jetzt gehen wir zurück zum Epheser. Dort haben wir also gelesen, dass wir eine neue Gesinnung, dass wir gemäß dem neuen Menschen, dass wir daran denken, dass wir neu sind. Hier steht noch ein wichtiges Wort. Wir haben gelesen, Epheser 4, 22 bis 23. Schlachter sagt dann eben, also die Übersetzung Schlachter, dass den alten Menschen ablegen, der sich wegen der betrügerischen Lüste verderbt, dagegen euch im Geiste eures Gemüts erneuern lassen und den neuen Menschen anziehen. Was heißt im Geist eures Gemüts? Vielleicht steht es etwas anderes bei dir. Im Geist des Gemüts, Graf Lodola habe ich neulich gehört, der sagt, das sei das Unterbewusstsein. Das ist ja so tief in uns. Aber das macht der Heilige Geist, dass in diesen Tiefen auch die neue Kreatur, die schon da ist, aber dass es einfach auch das Unterbewusstsein, Dinge, die wir unbewusst so vielleicht falsch machen oder falsch denken, dass auch dort der Heilige Geist am Wirken ist. Im Geist eures Gemüts erneuern lassen, den neuen Menschen anziehen, den neuen Menschen anziehen. Also, er ist da, dieser neue Mensch für dich. Das ist die neue Kreatur. Das ist die Demut. Zieht die Demut an, das steht auch. Zieht den Herrn Jesus Christus an, steht irgendwo. Es steht vom Gewand der Gerechtigkeit. Es gibt Dinge, die wir anziehen können, die Waffenrüstung zum Beispiel. Das ist alles die neue Kreatur. Halleluja. Halleluja. Sehe dich einfach als neue Kreatur. Jetzt, das ganze Kapitel aus Kapitel 5, am Anfang, da stehen einfach sehr, sehr wichtige Dinge. Aber im Kapitel 4, Epheser 4, Vers 30 heißt es, und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit welchem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei ferne von euch, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich, barmherzig, vergebet einander gleich, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wie betrüben wir den Heiligen Geist und was bedeutet das? Was bedeutet, ich meine, wo diese Dinge da, Zorn, Grimm, Geschrei, Lästerung, Bosheit und so weiter, wir spüren doch in unserem Herzen, das stimmt nicht, das ist nicht gut. Das denkt natürlich der Heilige Geist auch. Und wieso könnte er betrübt sein? Ist er enttäuscht wegen uns? Wenn wir vielleicht gerade eben so gewesen sind, weil wir nicht daran gedacht haben, wie die neue Schöpfung ist in uns. Nein, er ist nie enttäuscht über uns. Er ist vielleicht betrübt, weil er so viel mehr tun möchte in unserem Leben. Und dass wir ihn einfach limitieren mit dem alten Mensch. Versteht ihr? Wir limitieren ihn. Wenn wir eine Pest sind in einem Büro oder so, ja, der Heilige Geist möchte viel, viel mehr tun können durch uns, als wenn wir einfach diesen alten Menschen einfach wieder anziehen und irgendetwas tun und sagen und uns benehmen, wie die Welt nicht einmal sich benimmt. Dann der Heilige Geist, er ist wie traurig, weil er so viel mehr tun möchte in unserem Leben. Stimmt's? Ja. Er will ja nur das Beste, er will uns helfen. Er will einfach, dass wir auf Jesus schauen
Und wir haben dann in den Momenten uns völlig vergessen und verloren in dem Sinn, was wir tun und handeln, und sind aus uns herausgefahren, sodass wir nachher dann, oh nein, Herr, so mir leid. Und dann müssen wir zu den Arbeitskollegen und uns entschuldigen, und wenn wir die Nerven verloren haben, ich hoffe, dass das ja fast nie mehr vorkommt. Okay, ja, das machen wir nicht. Aber nur zum Sagen, irgendwie steht es halt auch hier, aber es geht um eine neue Gesinnung. Die neue Gesinnung ist Ehre und Demut zusammengefasst. Es ist Liebe vom Herrn. Es ist die Liebe, die in unser Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, mit der wir auch andere lieben. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das ist eine Metamorphose, heißt ja auch. Es ist ein Verwandlungsprozess. Jetzt gehen wir noch zu Römer. Römer Kapitel 3 ist es, glaube ich. Ach, ich bin falsche Kapitel. Jetzt weiß ich, finde ich das nicht. Vielleicht, dass wir verwandelt werden in sein Ebenbild. Weißt du, das sieht man gerade? Es sollte doch eigentlich hier stehen. Ja. Gut, also ihr kennt die Schriftstelle, dass wir seit dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet werden. Okay, lassen wir das. Noch einen wichtigen Punkt zum Abschluss. Jetzt, wie verändert man sich selber? Wir können uns selber nicht verändern. Das haben wir auch gut schon gelehrt. Wenn man zum Beispiel in einen Buchladen geht, da findet man eine Abteilung mit so Büchern, mit Prinzipien und Methoden, die dich lehren, wie du mehr aus dir machen kannst. Wie du Erfolg haben kannst, wie du einfach dich verbessern kannst, deinen Charakter verbessern, dein Wesen verbessern und so weiter. In allen diesen Büchern bist ja du dann im Fokus, was du tun musst, durch deine Willenskraft oder durch deine Disziplin. Und wenn man die anwendet, dann wird man dann das, was das Buch sagt. Stimmt's? Auch schon gesehen, auch schon gehört? All diese Bücher, Self-Improvement. Self-Improvement heißen diese Bücher. Aber weißt du, Gott will nicht, dass wir im Mittelpunkt stehen. Das heißt, wir sind dann ständig beschäftigt mit uns selber. Ich muss jetzt besser werden, ich muss jetzt was anders machen, ich muss jetzt mich zusammenreißen, ich muss jetzt das und das verändern. Wir möchten einfach einen höheren Weg wählen. Dieser höhere Weg ist Jesus, dass er im Mittelpunkt ist. Für wahre Veränderung in diesen Bereichen, wo wir jetzt besprochen haben, wie der Heilige Geist uns führt. Er führt uns immer zu Jesus. Er will, dass Jesus im Mittelpunkt ist. Genau in diesen Dingen, wo wir jetzt fast gedacht haben, das tönt aber wie früher, du musst jetzt lieb sein, du darfst nicht mehr zornig sein, du musst andere ehren, du musst sie sogar höher achten als sich selber, du sollst demütig sein.
du musst gar nichts. Ich habe nicht gesagt, du musst. Geh zu Jesus. Wir gehen zu Jesus. Wir lernen von ihm. Wir nehmen auf sein Joch. Die Führung von ihm. Ein Joch führt. Amen. Wir lassen uns führen. Es braucht auch Demut zu sagen, Herr, nicht mein Wille, dein Wille soll geschehen. Wir ordnen uns unter total dem Herrn. Er ist ja der Herr, wenn wir sagen, Jesus ist Herr. Also wir gehen zu ihm, weil er einen viel besseren und höheren Weg hat als Selbstdisziplin und Punkte und Willenskraft. Weißt du, wenn dein Wille am Ende ist, dann sind auch all die Regeln, die du einhalten wolltest und die vielen guten Vorsätze, die sind Bach ab. Das ist einfach so, stimmt's? Haben wir doch alle schon probiert, vor allem wenn das neue Jahr beginnt. auch schon probiert, neue Dinge. Ja, das muss ich mir jetzt vornehmen und so. Aber es gibt im neuen Bund einen viel besseren Weg. Der heißt Jesus. Sich mit Jesus beschäftigen. Jesus besetzt, sei nicht selbst besetzt, dass du quasi einfach auf dem Thron hockst und sagst, ich bin jetzt der Chef und ich mache jetzt, was ich will und ich muss jetzt nur das und das tun, dann kommt das schon gut. Nein. Wenn du auf dich schaust, dann heißt es in der Schrift, du vertraust deinem Fleisch. Und es heißt im Römer, in deinem Fleisch wohnt gar nichts Gutes. Das Fleisch ist eben das alte Wesen. Wir vertrauen auf uns selbst. Wir vertrauen auf uns selbst, aber das kommt nicht gut. Nicht, wenn wir an die Gnade glauben, nicht, wenn wir wirklich an den neuen Bund glauben. Wenn wir an den neuen Bund glauben, der ist anders geregelt. Der ist geregelt eben durch die Gesetze des Glaubens, der Liebe und des Lebens in uns. Vom Kern persönlich in uns hinein, der Heilige Geist führt uns immer zur Liebe, immer zum Leben, immer zum Glauben, immer Ehre den anderen höher achten, weil das ist pure Liebe. Wenn wir uns einen Schritt zurückkommen, nicht, dass wir immer im Mittelpunkt sind, sondern dass wir den anderen höher achten, dass wir ihn ermutigen, dass wir ihn aufrichten, aufstellen. Versteht ihr? Und demütig sein. Dem Demütigen gibt Gott mehr Gnade. Noch mehr Gnade. Halleluja. Also nicht auf Fleisch vertrauen, Selbstdisziplin, eigene Wille, das schaffe ich schon. Nein. Herr, ohne dich kann ich gar nichts tun. Danke für deine Gnade, die ist jeden Morgen neu. Ich vertraue dir. Herr, mein Pensum ist wie ein riesiger Berg vor mir. Aber Jesus, mit dir schaffe ich es. Ich vertraue dir. Das ist wahre Demut. Amen. Also vertrau nicht auf dein Fleisch, dass du durch alle Schulen hindurch eigentlich gut gemacht hast, gute Leistung, gute Noten. Also schaffe ich das auch. Ja, nein. Lieber sagen, Herr, ich danke dir, du hast mich trotzdem so gut durchgebracht. Aber jetzt will ich einfach den höheren Weg wählen. Ich will dir vertrauen. Ich will auf deine Gnade. Es ist alles Gnade. Es ist Gnade, dass ich da bin, wo ich bin. Amen. Halleluja. Der beste Weg, um dich zu verändern, ist, das Selbst zu vergessen und besetzt zu sein mit Christus. Wenn du die Bibel liest, sehe seine Schönheit, seine Majestät, seine Barmen, seine Gnade. Und beim Betrachten und Meditieren seiner Herrlichkeit geht der Heilige Geist in dir ans Werk. Er verwandelt dich in das Ebenbild Christi. Du wirst verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, indem du eine echte, nachhaltige, innere Verwandlung
erfährst. Und das habe ich nicht geschrieben. Schlag noch auf zum Abschluss zu 2. Korinther Kapitel 2 oder 3. 2. Korinther 3. Vers 18. Wir alle aber spiegeln mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden umgewandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von des Herrn Geist. Die Rede ist vom Gesetz auch in diesem Kapitel. Die Decke oder die Hülle ist das Gesetz. Das heißt, dort auf dem Volk Israel ist noch die Decke, dass sie den Messias nicht erkennen. Steht hier in diesem Kapitel. Aber wir mit aufgedecktem Angesicht, die Decke von uns ist weg. Wir sehen, wir erkennen den Messias. Und wir sehen ihn. Und er ist vor uns. Und wir sehen ihn in der Schrift. Wir sehen ihn beim Beten. Wir sehen Jesus, der uns erlöst hat. Wir sehen ihn, der uns geheilt hat, der uns liebt. Und es heißt, dass der Heilige Geist dann uns verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in sein Ebenbild. Das ist der Weg des Neuen Testaments. Jesus total und immer im Fokus. Und die Veränderung, die macht der Heilige Geist, aber nicht durch unsere Disziplin und Leistung, sondern durch Jesus vor unseren Augen. Jesus im Mittelpunkt. Seht ihr das? Seht ihr das? Weil ich sage immer, die Christen sollten die glücklichsten, die schönsten, die gesündesten, die erfolgreichsten, die reichsten, die cleversten Christen sein. Wir sehen das, dass wir das eigentlich alles haben. Von A bis Z, die ganzen Segnungen. Gott will uns segnen. Gott will uns segnen. Halleluja. Halleluja. Seine Himmelsfenster sind offen. Der Segen. Es geht ums Empfangen. Wir empfangen im Glauben. Seht ihr, das ist auch etwas, das in unseren Herzen ist. Wir glauben. Wir glauben. Halleluja. Amen. Amen. Praise the Lord. Machen wir noch ein Bekenntnis am Schluss. Sagen wir miteinander. Und das kannst du dann auch zu Hause weitermachen so. Dass du einfach Dinge, die dir jetzt aufgefallen sind, dass sie du über dir aussprichst. Und das ist die neue Kreatur. Es ist so, wie du dann den neuen Menschen ansiehst. Du bist ja dieser neue Mensch, aber da oben, versteht ihr, wir haben ein Denken, eine Seele, das noch überzeugt werden muss. Überzeugt, ja, überzeugt. Verändert von Raupe zu Schmetterling. Das ist das Wort Metamorphose, genau wie es die Bibel eben braucht und die Zoologie auch. Also, ich sage miteinander, ich bin eine neue Kreatur. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Ich lege den alten Menschen ab. Ich ziehe den neuen Menschen an. Ich lasse mich verändern durch den Heiligen Geist. Jesus, du bist alle Zeit vor meinen Augen. Ich schaue auf dich. Ich lerne von dir. Du bist sanftmütig und von Herzen demütig. Danke, dass du mich lehrst. Danke, dass du mir hilfst, Heiliger Geist. Danke, dass ich meine Mitmenschen höher achte als mich selber. Danke, dass ich vergeben kann, so wie Jesus mir vergeben hat. Und dass ich lieben kann, so wie mich Jesus liebt. Und hilf mir, Herr,
eine demütige Einstellung zu haben. In dem mächtigen Namen Jesus. Amen. Und jetzt werde ich noch ein Lied spielen mit der Gitarre. Das kommt auch drauf, weil das ist ein Lied von mir. Und zwar, das ist so viele Jahre alt. Ich habe es, glaube ich, einmal hier gespielt. Es passt einfach ganz genau da hinein. Damals hatte ich noch nicht so Erkenntnis über die Gnadenbotschaft und trotzdem gab mir der Herr dieses Lied. Vielleicht können wir das mal dann miteinander spielen. Vielleicht kannst du gleich. Es ist mit C-Dur. Das heißt, wenn ich vor dir niederfalle, Herr, zu deinen Füßen dich anbete, dir ganz neu mein Leben weihe, mich sättige von deiner Liebe. Wenn ich in deine Augen schaue, verwandelst du mich, Herr, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Leider habe ich nie ein wirkliches Ende gefunden für das Lied. Ich denke, das ist, weil auch der Prozess nie ein Ende findet. Wenn ich vor dir niederfalle, Herr, zu deinen Füßen dich anbete, dir ganz neu mein Leben weihe, mich sättige von deiner Liebe. Wenn ich in deine Augen schau, verwandelst du mich, o Herr, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Falle, Herr, zu deinen Füßen dich anbete, dir ganz neu mein Leben weihe, mich sättige von deiner Liebe. Wenn ich in deine Augen schau, verwandelst du mich, Herr, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Herrlichkeit. Vater, wir möchten jetzt am Schluss noch für die Menschen beten, die Jesus Christus noch nicht als ihren Erlöser kennen. Wenn du diese Botschaft hörst und Jesus noch nicht kennst, dann ist es jetzt ein guter Moment. Nimm Jesus als deinen Herrn an. Er errettet dich und du hast ewiges Leben mit ihm. Also, wenn du das möchtest, dann sag mir diese Worte nach. Vater im Himmel, ich komme zu dir.
ich erkenne, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist. Und dass er mir alle meine Sünden vergeben hat. Und mich mit seinem Blut losgekauft hat von aller Schuld, von aller Krankheit und von allem Übel. Jesus, ich glaube an dich. Sei du mein Herr. Komm in mein Herz. Ich liebe dich und danke für deine große Liebe, Jesus. Amen. Danke, Amen.